In diesem und den folgenden Videos wollen wir uns mit Gaskraftwerken beschäftigen. Gaskraftwerke nutzen Erdgas als Brennstoff, um elektrische Energie zu erzeugen. Der zentrale Unterschied ist im Vergleich zu den Dampfkraftwerken, dass kein Dampfkreislauf benötigt wird, sondern dass Gas, das Erdgas, vermischt wird, mit Luft verbrannt wird und dabei eine Turbine antreibt, die dann den Generator antreibt, der dann die elektrische Energie erzeugt. Das wollen wir uns jetzt im Detail einmal ansehen. Wie ist das Schema eines Gaskraftwerks? Wir führen Frischluft zu in unserem Kreisprozess, also das Prinzip, was wir schon bei den Dampfkraftwerken gesehen haben, wollen wir jetzt übertragen auf die Gaskraftwerke. Also wie sieht der zugehörige thermodynamische Prozess aus? Also wir haben hier Frischluft, die zugeführt wird. Diese wird komprimiert in der Gasturbine, sodass wir nach dem Kompressor also die Luft, die angesaugte Frischluft, komprimieren. Das sind so typischerweise bei Gaskraftwerken 15 bis 20 Bar. Das heißt, wir haben jetzt hier die komprimierte Frischluft. Komprimierte Frischluft bei einem Druck von 15 bis 20 Bar. Die Frischluft hat natürlich einen Druck, Atmosphärendruck von 1 Bar. Diese komprimierte Luft führen wir in die Brennkammer ein. Wir haben jetzt hier unsere Brennkammer. Dieser Brennkammer führen wir dann den Brennstoff zu. Das ist in der Regel Erdgas, können aber auch flüssige Treibstoffe sein, die dann eingesprüht werden. Beim Gaskraftwerk geht es natürlich um Erdgas als Brennstoff. Dieses Abgas-Luftgemisch nach Austritt aus der Brennkammer, also das Methan, wird verbrannt. Damit wird dem System Wärmeenergie zugeführt. Wir haben also dann ein Abgas-Luftgemisch. Bei einer Temperatur von ungefähr, das sind so 1200 Grad Celsius. Und dieses Abgas-Luftgemisch geht nun in die Turbine, expandiert dort. Das kennen wir auch schon von den Dampfkraftwerken mit dem Heißdampf. Also hier unsere Turbine. Und die Luft, die dann durch die Turbine gelaufen ist, die hat dann wieder einen Umgebungsdruck von 1 Bar. Das heißt, wir haben jetzt hier das Abgas mit einer Temperatur T von ungefähr noch 600 Grad Celsius bei einem Druck von 1 Bar. Naja, die Turbine treibt also dann den Generator an. Besondere ist jetzt noch, dass die Turbine den Kompressor antreibt. Wir werden jetzt gleich im nächsten Schritt den Schnitt durch eine Gasturbine einmal ansehen, wie das in einem Gaskraftwerk aussieht. Dies ist jetzt aber das Schema, das Grundprinzip, dass wir also die Frischluft ansaugen, im Kompressor vorkomprimieren auf 15 bis 20 Bar, dann den Brennstoff zuführen in der Brennkammer. Wir erhalten das Abgas-Luftgemisch. Bei sehr hohen Temperaturen, also eine sehr hohe Anforderung an die Materialien, damit die also mit entsprechend hohen Temperaturen von 1200 Grad Celsius umgehen können. Das ist halt anders als in den Dampfkraftwerken, die ja also bei der Kohle im Bereich von 550 Grad Celsius arbeiten. Bei den Kernkraftwerken liegen wir noch drunter. Da haben wir nicht so hohe Temperaturen im Heißdampfbereich.
beim Gas aber entsprechend hohe Temperaturen. Dieses Gas wird in die Turbine geführt, treibt die Turbine an. Das heißt, wir haben die kinetische Energie des Gases durch den Wärmeübertrag. Die Turbine wird in Rotation versetzt, die treibt den Generator an. Wir haben wieder durch die elektrische Induktion Stromerzeugung. Und das Abgas kann dann an die Umgebung abgegeben werden, müsste noch ein bisschen vorgekühlt werden. Aber das Abgas mit 600 Grad Celsius tritt dann aus der Turbine aus und wir haben den Prozess abgeschlossen. Wie sieht nun ein Schnitt durch eine solche Gasturbine in einem Gaskraftwerk aus? Was brauchen wir dafür? Also wir haben hier unsere äußere Ummantelung der Turbine. In der Mitte sitzt eine Welle, die sich drehen kann. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Welle. Das hier ist quasi die Außenwand der Turbine. Auf dieser Welle sitzen jetzt im vorderen Bereich die Laufschaufeln. Also wir haben im vorderen Bereich dieser Gasturbine den Kompressionsteil. Was passiert dort? Wir haben also hier an der Turbine einmal sogenannte Leitschaufeln und Laufschaufeln montiert auf der Welle. Und wenn nun diese Welle in Rotation ist und wir die kalte Frischluft, die hier angeströmt wird, das ist also die kalte Frischluft bei einem Bar, die wird nun durch diese Leitschaufeln, und wenn wir hier dann diese, das hier sind die sogenannten Laufschaufeln, die auf der Welle sitzen. Was nun passiert ist, durch diese Rotation der Welle wird diese kalte Luft nun durch die spezielle Form der Laufschaufeln und der Leitschaufeln vorkomprimiert, sodass sie dann in diesen verengten Bereich kommt. Das ist der Bereich der Brennkammer. Das heißt, wir haben also hier in diesem Bereich die Brennkammer. Wir führen dann hier auch entsprechend hier unten das Erdgas zu in der Brennkammer und haben dort die Wärmezufuhr. Und auf der rechten Seite tritt dann das heiße Abgas-Luftgemisch aus mit der Temperatur von ungefähr 1200 Grad Celsius. Auf der rechten Seite haben wir dann nun auch den Turbinenteil, erneut wieder mit den Leit- und den Laufschaufeln. Das heißt, wir haben hier oben wieder die Leitschaufeln und an der Welle sitzen dann die Laufschaufeln, die dafür sorgen, dass die Welle in eine schnelle Rotation versetzt wird. Das heißt also, was passiert nun? Die Luft strömt hier, trifft auf die Leitschaufeln. Die sind entsprechend so geformt, dass hier ein maximaler Impulsübertrag auf die Laufschaufeln erfolgt, damit diese in Rotation versetzt werden oder die Welle in Rotation versetzt wird. Dann strömt das Gas, das heiße Abgas-Luftgemisch, wieder auf diese Leitschaufeln, wird wieder für den Impulsübertrag umgelenkt auf die Laufschaufeln. Das heißt, diese Leit- und Laufschaufeln sind entsprechend geformt, um einen maximalen Impulsübertrag auf diese Laufschaufeln zu haben, der dann dazu führt, dass diese Welle in Rotation versetzt wird. Und diese Welle ist dann verbunden mit dem Generator, der dann im hinteren Teil für die elektrische Energieerzeugung verantwortlich ist. Ganz auf der rechten Seite treten dann noch die heißen Abgase aus. Das heißt also, bei dem Prozess
auf der rechten Seite dem Turbinenteil, den wir dann hier haben, wird Energie übertragen, sodass sich das heiße Abgas-Luftgemisch abkühlt und am Ende der Gasturbinen, der Gasturbine entsprechend abgekühlt austreten kann. Das heißt, wenn man sich diese Bereiche mal ansieht, was haben wir? Wir haben hier auf der linken Seite, also bis hier, das ist der kalte Teil mit niedrigen Temperaturen, kalter Bereich. Und wir haben auf der rechten Seite im Turbinenbereich, das ist also der heiße Bereich. Das heißt, hier erfolgt der Energieübertrag durch die Wärme, die in der Brennkammer zugeführt wird. Das heißt, auf der linken Seite im kalten Bereich haben wir die Kompression. Die wir in dem oberen Bild hier auf der linken Seite gesehen haben. Und der rechte Bereich, der heiße Bereich, das ist dieser Turbinenbereich. Das ist das Grundschema einer Gasturbine mit der Kompression links, der Wärmezufuhr und dann dem Turbinenteil zur Umwandlung in Rotationsenergie auf der rechten Seite. Das ist so der Grundaufbau eines Gaskraftwerks, also deutlich einfacher als ein Dampfkraftwerk, da kein Wasser-Heißdampf-Kreislauf benötigt wird, sondern das Gas durch den Turbinenbereich strömt von links nach rechts und es dabei dann zur Energieerzeugung, Energieübertragung kommt, um am Ende die elektrische Energieerzeugung aus einem Gaskraftwerk zu erhalten.